Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Landstalker, die Schätze von König Nolo. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Und wer meine letzte Episode gesehen hat, der weiß, dass ich bei Fahl einen kleinen Bug hatte und mich nicht mehr bewegen wollte. Man soll ihn wohl hassen, dieser alte Sack, der bei Kämpfen schummelt, der noch einen Hieb verpasst, obwohl eigentlich das Monster tot sein müsste. Der alte Sack, der hier die jungen Mädels abschleppt und dann noch für solche Fehler sorgt. Man soll ihn nicht mögen. Okay, ich war auf jeden Fall gezwungen, halt den Part seit dem letzten Speicherpunkt dann nochmal zu wiederholen. Und wer da gut aufgepasst hat, der hat dann wohl bemerkt, dass ich das letzte Mal vor Mirs Turm gespeichert habe. Also zwei Episoden musste ich wiederholen. Bin jetzt ungefähr auf demselben Level, zumindest was Lebensenergie angeht und was EKEK angeht. Taler haben wir etwas weniger jetzt. Ich glaube, wir hatten 1690. Das können wir verkraften. So, wir reden aber noch mit den anderen Dorfbewohnern hier, bevor wir gleich in das grüne Labyrinth gehen. Das grüne Labyrinth ist nördlich von der Burg. Jedes Jahr verschwinden viele Touristen darin und deshalb hat der Herzog das grüne Labyrinth geschlossen. Ganz geschlossen. Okay. Der Sonnenstein ist aus wertvollem Erz. Es kommt nur im Innern des grünen Labyrinths vor. Aber der Leuchtturm ist ohne den Sonnenstein nutzlos. Wer würde denn so etwas machen? Ja, der Herzog, damit man ihn nicht verfolgen kann wahrscheinlich. So, in diesem Bereich haben wir uns noch nicht umgeguckt. Ich reise zurück aufs Festland. Es ist sinnlos, länger darauf zu warten, dass Ludwig wiederkommt. Was? Der Leuchtturm leuchtet nicht mehr? Sowas aber auch. Was für ein Pech. Du liebe Güte, das Schiff kann wegen der Schwierigkeiten mit dem Leuchtturm gar nicht auslaufen. Was? Herzog Mercator hat uns im Stich gelassen? Das glaube ich nicht. Was fangen wir bloß ohne Herzog Mercator an? Hier neue Sachen. Mercator Supermarkt, 30% Rabatt, 40% Rabatt. Ich habe alles, was ihr wollt. Was ist das? Die Klingel kostet 750 Taler. Wir kaufen die Klingel mal. Keine Ahnung, was sie bringt. Das macht 750 Taler, okay. Jo, das bezahlen wir. Und dann gucken wir mal, was die Klingel uns bringt. Los, Beeilung, komm hier hoch. Wir haben fast nichts mehr. So, wo haben wir denn die Klingel? Da. Klingel benutzt. Nichts passiert. Okay. Danke. Komm mal wieder vorbei. Du bist aber hartnäckig. Willst du mich ärgern? Los, verschwinde. Sag, Fräulein, kurz, ich meine Fräulein Flora, guten Tag. Entbehrungen machen dich reif. Es gibt wirklich keine einfachen Lösungen. Was? Herzog Mercator war wirklich ein schlechter Mensch? Oh, ich habe gesehen, wie er vor einer Weile mit seinen Soldaten zum Hafen ging. Was mag da los sein? Hallo, möchtest du übernachten? Was ist nötig, ne? Mercator ist eine schöne Stadt, wo man viel besichtigen und erleben kann. Mach's gut. Oh, die Wahrsagerin? Der Sonnenstein? Ich kann ihn sehen. Geh und hol ihn. Dann funktioniert der Leuchtturm wieder. Ich glaube, du bist klug genug, um das grüne Labyrinth allein zu schaffen. Ich bin jung, hurra! Wahrscheinlich zu jung. Hey, Skelett! Ja, du, Herr böses Skelett! Kennst du mich noch? Sieh dich an in deinem Knast! Hahaha! Los, los!
Haha, jetzt tust du noch so, oder? Hahaha. Dieses Skelett hat viele meiner Freunde umgebracht. Das ist meine Rache. Wenn er aus seiner Zelle herauskäme, könnte ich es nicht mit ihm aufnehmen. Du nicht, aber ich... So, der erzählt auch noch das Gleiche. Wusstest du, dass der Herzog geflohen ist? Was wird nun aus uns? Gut, und hier müssten wir jetzt ins grüne Labyrinth kommen. Hey Schätzchen, sehe ich gut aus? Bin ich jung? La 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 la. Es ist ja schön, meine Mutter wieder jung zu sehen, aber... Ja, aber... Genau, aber... Haben wir hier noch irgendwo was? Anscheinend nicht. So, dann bin ich mal aufs grüne Labyrinth gespannt. Labyrinth klingt erstmal immer blöd. Ja, wir brauchen bergige Gegend statt Mercator, das grüne Labyrinth. Und diese kleinen Geister hier wieder. Quatsch, guck dir nicht so wild rum. Aha, habe ich doch richtig gesehen. Oh, die sind ja nervig. Komm. Was war das gerade? Hey, die Nerven. Ah, Moment. Ich glaube, die Klinge bedeutet, dass hier in der Nähe irgendwo Lebensenergie zu finden ist. Ich glaube, das wäre die Bedeutung. Aber ich sehe gerade nicht, wo. Müssen wir vielleicht alle Gegner erledigen? Ja, geil, hier, wo wir noch nicht mal schlagen können. Wie fies ist das denn bitte? Die Nerven auch. Naja, ich gehe erstmal weiter ins grüne Labyrinth. Oh, wir haben hier einen Baum. Aber wir haben den Zwilling noch nicht gefunden. Der alte Ghoul. Ich bin Wächter des grünen Labyrinths. Mein Vater war auch schon Wächter. Was kann ich für dich tun? Der Sonnenstein? Tja, der ist ganz tief in diesem Wald versteckt. Aber die hässlichen kleinen Zwerge, die hier leben, haben ihre Routen geändert. Brauchst du Tipps, wie man im Wald vorwärts kommt? Erstens, schau nie auf die Baumwurzeln. Wenn du eine Lücke zwischen den Kronen von zwei Baumreihen siehst, könnte das eine Route sein. Solltest du dort nicht weiterkommen, versuch hochzuhüpfen. Vor dir könnte eine versteckte Stufe oder ein Hindernis sein. Es gibt auch Unterführungen. Manche davon sind Abkürzungen, andere hingegen Umwege. Du solltest dir die Umgebung einprägen, bevor du in eine Unterführung gehst. Der Sonnenstein ist im nordöstlichen Sektor dieses Waldes. Na, das wird spaßig.
Da bin ich ja mal gespannt. Ich würde mal sagen, ich fange mal hier an. Da haben wir eine Unterführung. Ich fange mal hier oben an. Ein Sumpf mit Druckschalter. Aber es bleibt ja nicht ewig, oder? Wenn das so ein Schalter ist, ist das doch auf Zeit. Wie kommen wir denn da hin? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hier lang, oder? Nee, hier kommen wir nicht weiter. Was ist das? Furchtbar. Ich will an diese Truhe. Ach du Heiliger. Das wird ja spannend hier mit dem Labyrinth. Was haben wir hier? Oh Leute, ich sehe schwarz. Ich sehe schwarz hier. Aber hier. Oh, das heilt uns. Sehr schön. Gerade gar nicht weiter. Von hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Ich weiß schon nicht mehr, woher ich gekommen bin. Nee, von hier. Oder? Ach du heiliges bisschen. Nein, ich wollte doch. Da hinten steht ein Zwerg, habt ihr den gesehen? Kommen wir irgendwie zu dem? La la la, wir finden es lustig, wenn sich die Leute im Wald verirren. La la la, wir finden es lustig, Leute im Labyrinth umherlaufen zu sehen. La la la, wir finden es lustig, wenn sich die Leute im Wald verirren. Ja, ja, ja. Was macht ihr jetzt mit mir? Hallo, du hast dich verirrt, nicht wahr? Du bist verloren. Hahaha, du bist verloren. Okay. Oh, ist das ätzend, Leute. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Komme ich hier überhaupt wieder raus?
Na, wenn dann nur hier lang, ne? Oh, meine Güte, okay. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hier kommen wir auch nicht weiter. Moment mal. Nee, das ist ja gerade, wo wir hergekommen sind. Oder? Wo die hier rumgetanzt sind. Ja, ja, klar. Oh Gott. Ja, mal schauen, wie lang diese Episode hier wird. Oder eher, wie viele Episoden wir hier im grünen Labyrinth verbringen werden. Hä? Okay, das führt beides hier hin. Das ist schon mal gut zu wissen, dass eine Sackgasse ist. Da oben ja auch. Dass sie hier in die Unterführung nicht kommen. Das heißt, wir müssen schon hier anfangen. Das war schon richtig. Aber hier gibt es auch noch einen Weg. Aha, aha. Mal gucken, was wir jetzt hier finden. 20 Taler. Für 20 Taler dieser Aufwand, okay. Mir auch besser vorgestellt. Da liegt doch ein Hund, oder? Können wir dem nicht helfen? Ah, hier lang? Ja. Sino Nils, dieser Hund ist verletzt. Armer Hund. Ich werde dich verzaubern, dann geht's dir besser. Gib mir etwas Eke Eke. Ja. Danke. Schon vorbei, armer Hund. Gut, er sieht schon viel besser aus. Könnte ich doch besser zaubern. Tschüss, pass auf dich auf. Nils, er scheint uns zu rufen. Lass uns ihm folgen. Okay. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Lebensenergie. Also die Klingel klingelt tatsächlich immer in diesen Bildschirm, wo wir Lebensenergie finden. Wo ist denn jetzt der Hund hin? Da unten. Okay. Vielen Dank, Nils und Flora. Ihr habt meinem Hund das Leben gerettet. Er ist mein bester Freund. Moment mal, woher wusstest du unseren Namen? Bist du einer von des Herzogs? Oh nein, ich weiß es von Einstein. Einstein ist mein Hund. Du meinst, dieser Hund, er hat dir unseren Namen gesagt? So ist es. Bitte, nehmt dies als Dank für eure Hilfe. Einstein-Pfeife bekommen. Mhm. So, jetzt könnt ihr mit jedem Hund reden. Probiert es mal bei Einstein. Wirklich? Was für eine schöne Pfeife. Nils, versuch du es. Danke, Nils. Ich wurde von wilden Waldorks angegriffen. Aber dir verdanke ich es, dass ich noch am Leben bin. Besuch mich mal wieder. Ich werde deine Freundlichkeit nie vergessen. Wo kommen wir hier hin? Ach du Heiliger. Thank you.
anderen gehen? Ich weiß es nicht. Wir kommen hier in eine Unterführung. Könnte richtig sein, könnte aber auch total falsch sein. Ach. Leute, waren wir hier nicht schon? Na, komm. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier lang gehe. Ich renne einfach. Okay, hier mit Systemen vorzugehen ist, glaube ich, auch nicht so gut machbar, oder? So. Ach du Heilige, jetzt sind wir auch wieder hier, ne? Ja, hier waren wir doch eben schon. Genau, da hinten war das Sumpfgebiet auf der anderen Seite des Waldes. Ja, hab ich da nicht im Sumpfgebiet gesehen? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlau war, hier lang zu gehen. Energie? Jawohl, wir haben hier nochmal Lebensenergie. Nochmal schnell aufschreiben. Und Dahl. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen... hier drauf. Mist, wir haben uns verirrt. Wally, das ist alles deine Schuld. Jetzt hat der Herzog das kostbare Juwel. Hier. Autsch. Such uns den Weg, schnell. Die Mitte des grünen Labyrinths. Okay. Scheint ja schon mal richtig zu sein hier. Leute. Ich
ist auf jeden Fall eine Unterführung, die wir bisher nicht nehmen konnten. Wo sind wir denn hier? Oh, wir finden jetzt aber viel Dahl. Wie viel Dahl haben wir denn jetzt schon? 4 oder 5 bestimmt. 4, okay. Da war eine Tür hinterm Wasserfall. Ich will aber hier nochmal gucken. Ich würde mal eher durch die Tür gehen, weil die so übersehen werden kann. Ob da nicht was Sinnvolles drin ist. Aha! 20 Taler. Und nochmal Lebensenergie. Ja, wir kriegen wieder ordentlich Lebensenergie dazu. Hier ist ja auch zu. Ah, danke. Müssen wir hier lang oder den Weg? Oh, das ist eine gute Frage. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall wieder hoch. Ich glaube, wir gehen hier in eine komplett falsche Richtung. Okay. Dann nehme ich doch mal den anderen Weg. Moment, hier hinten geht es auch lang. Nicht? Erwischt! Hahaha, versuch's nochmal. Nächstes Mal bekommst du was Tolles. Will der mich verarschen? Ach du Kacke. Das heißt, jetzt müssen wir diesen Weg nochmal gehen, oder was? Wir müssen ja nur nochmal den Weg in die Unterführung finden. Moment, hier waren wir doch richtig. Sind doch hier hochgegangen. Bin ich dann nicht hier unten lang gegangen? Um Gottes Willen. Kommt mir auf jeden Fall gerade bekannt vor. Jawohl. Nein. Na. Genau, da habe ich noch gesagt, oh ja, Mitte des Labyrinths, hier sind wir richtig. Dann sind wir hier lang gegangen. Genau. Dann müssen wir ja gleich wieder an der Stelle sein. Jetzt kommen wir an der Stelle raus, wo die Orks waren. Waren die respawnen nicht? Okay, der Weg hier war versperrt und dann bin ich hier lang gegangen.
Na, der andere... Ah ja, hier sind wir doch wieder. Und er kam hier, oder nicht? Du hast schneit. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Siehst du die Weinrebe davor? Du kannst eine Abkürzung nehmen, wenn du da hinunter gehst. Klar? Tschüss. Meint er die hier? Okay. Sag mal, da am Brunnen? Du machst das schon ganz gut. Aber du bist noch ein wenig verwirrt, oder? Ich gebe dir einen Tipp. Geh hier runter und dann Richtung Süden. Wenn du in eine Sackgasse kommst, geh die unsichtbaren Stufen hoch und spring hinunter. Du findest dort... Soll ich lang? Was will er denn? Was will er denn jetzt hier von mir? Ich verstehe es nicht. Irre. Ah, Moment. Jetzt sind wir doch wieder... Nee, jetzt sind wir... Hä? Doch, jetzt sind wir doch wieder hier. Was soll der Unsinn? Ich glaube, die Zwerge wollten uns noch verwirren, ne? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. War zum Glück nicht vorne, sonst hätte ich alles nochmal gehen müssen. So, hier. Stufen? Ja, das ist doch hier. Aber eigentlich sollte ich doch hier irgendwo. Leute, Leute. Wahnsinnig gerade. Oh, Moment.
sein. Ah, diese versteckten Stufen hier, das ist doch... Ah, hier, ich kann dich nicht sehen, aber es freut mich, dich kennenzulernen. Ich esse gerade zu Mittag. Ich kann es nicht sehen, aber es sieht gut aus. Möchtest du auch etwas? Bist du in Eile? Ich gebe dir das hier. Ich kann es zwar nicht sehen, aber es sieht bestimmt gut aus. War schön, sich mit dir zu unterhalten. Ich kann dich nicht sehen, aber du bist trotzdem mein Freund. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Ich kann dich nicht sehen, aber du siehst gut aus. Möchtest du etwas essen? Okay, besuch mich, wenn du mal wieder Lust hast. Okay, das war alles. Ich dachte, wir kriegen hier ein bisschen mehr geliefert. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ja. Aber wo müssen wir denn jetzt lang, Leute? Moment. Das ist ein langes Video, ich überziehe ja jetzt schon. Nils, sieh mal, da drüben glänzt etwas, der Sonnenstein. Aber wir kommen nicht durch diese Bäume. Nicht aufgeben, nicht wenn er direkt vor deiner Nase ist. Oh, ich weiß. Lass uns Einstein rufen. Er weiß bestimmt, wie man dorthin kommt. Aber wie? Mit deiner Pfeife. Versuch doch mal. Okay. Ah, da. Einstein-Pfeife. Verpulvert. Oh, ist das unangenehm. Ah. Nils braucht meine Hilfe. Woher weißt du das? Ich höre den Ton der Pfeife von irgendwo. Er muss in Schwierigkeiten sein, Einstein. Kannst du zu ihm laufen? Na klar, ich bin doch ein Hund, oder? Ich spüre ihn einfach auf. Gut, dann los. Nils, ich habe einen Hund bellen gehört. Das muss Einstein sein. Nils, Flora. Was gibt's? Was gibt's denn? Ah, die Bäume? Lass mich mal. Trete zurück und wartet. Kannst du uns das beibringen? Fertig. Ich helfe dir gerne, Nils. Achso, das war jetzt gerade der Hund. Wir gehen wieder zurück. Komm mal wieder vorbei. Danke, macht's gut. Du auch, Flora. Du auch, Flora. Tschüss. Ach, Einstein, Waldstein, da kommt man durcheinander. Oh, wir haben den Sonnenstein. Endlich. Bringt der Baum uns zum Eingang zurück? Bestimmt. Aber ich will dann hier nochmal schauen, wo wir hier hinkommen. Wir hier vielleicht noch was Nettes finden. Ah, die schon wieder. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ja, da komme ich doch auch irgendwie dran, oder? Oh, gleich verlaufe ich mich wieder. Oh, und Gold haben wir hier noch gar nicht gesehen. Halten aber auch viel aus. Weg mit dir.
haben wir nochmal Eke-Eke. Schön. Mal wieder Geld gespart. Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier gerade rumtreibe. Wir kommen nach Dorf Massan. Okay. Ach. Ach, du Heiliger. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo wir jetzt gelandet sind. Naja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, den Sonnenstein werden wir ja eh nach Rümer bringen müssen. Dann kann ich hier tatsächlich noch den Baum nutzen, um zur Kreuzung zu kommen zwischen Mercator und Rümer. Dann können wir den direkt einsetzen und den Rümer auch speichern. Hier geht's doch genau. Sehr schön. Und da wir uns jetzt mit Hunden unterhalten können, habe ich dann für die nächste Episode auch nochmal vor, mit dem Hund zu sprechen in der Hütte der Hexe. Ah, wie schnell wir jetzt hier die Gegner platt haben, ne? Wir erleiden viele Schicksalsschläge. Diesmal wurde der Leuchtturm böswillig zerstört. Habt ihr neue Sachen zu verkaufen? Herzlich willkommen. Du kannst dich hier ausruhen und Vorräte kaufen. Ach, das war eine Frau. Du hast auch eine dunkle Stimme. Der Sonnenstein wurde vom Lehrling des Leuchtturmwärters gestohlen. Wusstest du das? Natürlich wusste ich das. Hallo Nils, sieht so aus, als hätten wir ein Problem nach dem anderen. Hast du den Leuchtturm gesehen? Niemand findet her ohne sein Licht. Mach's gut. Noch ein Verrat. Ich kann niemandem mehr trauen. Oh, unser Ehrenbürger. Wir haben gerade eine Sitzung, in der wir entscheiden, wer den Sonnenstein holen muss. Das grüne Labyrinth ist sehr schwer zu überwinden, aber wenn es jemand schaffen kann, dann du, Nils. Um den Sonnenstein zu bekommen, brauchst du einen guten Gleichgewichtssinn und eine hervorragende Sprungkraft. Ich hab den schon längst dabei, Leute. Das grüne Labyrinth wird auch Wald der Verlorenen genannt. Man sagt, wenn du einmal den Wald betrittst, kommst du nie wieder heraus. Er ist so gefährlich, dass Herzog Mercator verboten hat, hineinzugehen. Ich glaube, wir brauchen eine Teufelsaustreibung oder sowas. Oh, ja. Ich lebe hier, weil ich den Seetang so liebe. Ah, komm, wir gehen jetzt einfach mal in den Leuchtturm. Oh, Moment. Haben wir hier noch was Neues zu kaufen? Ich habe diesen Laden jetzt seit 30 Jahren. Ja. Leider nichts Neues. Also, Mercator wirklich so ein Gauner? Oh ja. Mach mich mein Papa dafür verantwortlich. Er war am meisten schockiert, als dieser böse Lehrling den Sonnenstein gestohlen hat. Oho, der Sonnenstein. Wie hast du den denn bekommen? Damit kann ich den Leuchtturm reparieren. Joho! Dank deiner Hilfe funktioniert der Leuchtturm jetzt wieder. Ich habe ihn abgeschlossen, damit uns das nicht noch einmal passiert. Gut gemacht. Oh, was haben wir hier? Eine Lebensenergie zur Belohnung. Unsere
Glocke ging gar nicht los. Naja. Du bist total cool. Nach meinem Vater bist du der Größte. Das will ich meinen. Ah, ich wollte doch nur mit dem alten Mann da reden. War er zu mir? Ja, war er. Meine Güte. So, wir müssen in die Kathedrale, um zu speichern. Du hast dieser Stadt sehr geholfen. Was? Du hast den Sonnenstein gefunden? Wahnsinn! Ja, das Heldenbuch wird immer dicker nach meinen ganzen Taten hier, die ich jetzt auch festhalten werde. Gut, ja, damit haben wir schon mal den Sonnenstein eingesetzt. Wie es dann weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Episode. Und dort werde ich auch nochmal einen Ausflug in die anderen Städte machen, jetzt wo wir mit Hunden sprechen können. Und besonders, dass wir nochmal bei der Hexe vorbeischauen, wo wir überhaupt nicht irgendwie interagieren konnten. Gut, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Renne.